Hi Freunde, ich bin's wieder. Ich habe heute nur ein kleines, kurzes, wichtiges Infovideo für euch. Also, ja, klein, kurz, aber sehr wichtig. Und zwar geht's um meinen Namen hier auf YouTube und auf meinen ganzen anderen Plattformen, also auf Instagram, Twitter und YouTube, werde ich jetzt meinen Namen ändern. Damit ihr Bescheid wisst, ihr werdet mich zukünftig unter meinem richtigen Namen finden. Ich find's irgendwie persönlicher und find's auch eigentlich viel besser, weil, ja, keine Ahnung, dann verbindet man halt mich mit meinem Namen und nicht mit meinem Künstlernamen. Und ja, Christo werde ich halt weiter heißen. Also ihr könnt mich weiter Christos nennen, also das will ich auch so haben. Aber halt, ich heiße nicht mehr Christografie auf meinen Plattformen, sondern ich werde einen richtigen Namen nehmen und der heißt, also nicht erschrecken, das wäre dann Christos Xenitidis. Ja, ich hoffe, ihr könnt es alle nachvollziehen oder ihr freut euch auch drüber oder ihr findet es nicht schlimm, dass ich jetzt alle meine Plattformen so ändern werde. Also ich wiederhole es nochmal, ich heiße jetzt Christos Xenitidis. Ich schreibe mal das Ganze hier unten drauf und verlinke euch hier nochmal meine ganze Plattform mit meinem neuen Namen, beziehungsweise auf Facebook wird es Christografie bleiben, beziehungsweise Christos. Christos, ja, ich glaube Christo oder Christos, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Facebook wird bleiben. Es gibt aber eine Bedingung, die ich gerne mit euch ausmachen möchte. Und zwar geht es darum, mein Namen, mein Originalnamen verwende ich natürlich auch mit Facebook. Und ich habe jetzt schon ein paar Anfragen bekommen von euch. Und ja, ich nehme die halt nicht an, leider, weil ich weiß nicht mehr, sonst hätte ich halt übel viele Freunde und so in Facebook. Und wenn ihr mit mir schreiben wollt, kein Problem, ich bin überall zu erreichen, also auf Twitter, auf Facebook, auf meiner Fanpage, über Instagram-Kommentare, über YouTube-Kommentare, überall bin ich erreichbar. Also wenn ihr mit mir schreiben wollt, dann schreibt mir bitte da und stellt mir nicht in Facebook FA, weil ja, das werde ich halt leider nicht annehmen. Ich hoffe, ihr versteht es aber. Und ja, das war eigentlich auch schon alles. Also ich heiße jetzt überall Christos Xenitidis. Ich verlinke es euch hier unten in der Infobox. Hier schreibe ich es nochmal hin, wie man das schreibt. Und hier verlinke ich euch nochmal meine ganzen Social Media Links, wie die jetzt neu heißen. Und ja, nur die eine Bedingung halt, dass ihr mir nicht auf Facebook FA stellt. Das würde ich halt cool finden. Ich hoffe, ihr akzeptiert das oder ihr findet oder ihr versteht es. Wenn ihr mit mir schreiben wollt, ihr wisst Bescheid, ihr könnt mir überall schreiben, aber bitte kein FA. Beziehungsweise ich nehme die dann eh nicht an. Und ja, sonst wäre es einfach zu viel. Und das war es eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ihr findet es jetzt nicht schlimm, dass ich alles umbenannt habe. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ob ihr das cool findet oder nicht. Und ja, ich würde sagen, ab heute heißen dann alle meine Plattformen Christos Xenitidis. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, ich hoffe, ihr versteht es, ihr akzeptiert es und bla 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 blub. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal dann. Wird schon ganz bald sein und es wird eine Kollaboration sein und danach kommen wir mit meiner Freundin und ihr könnt euch auf jeden Fall auf Großes freuen und ja, bis dann. Ciao.